Moin Moin und herzlich willkommen, beziehungsweise schönen guten Mittag zur zweiten Halbzeit zwischen dem St. Pat's und Limerick, beziehungsweise Limerick und St. Pat's. Es steht seit 45 Minuten 1 zu 0. Das ist ein schönes Kopfballtor vor, das ist eine schöne Flanke. Und jetzt wollen wir in der zweiten Halbzeit gucken. Also, wir befinden uns schon in der irischen Liga und wollen jetzt mal gucken, wie. Ja, die nächsten 45 Minuten so laufen und ob wir vielleicht noch ein paar Tore schießen. Wäre ja ganz cool, wenn wir dann zum Saisonstart schön reinstarten und dann mit zwei, drei Toren starten. So, das war die erste Halbzeit und jetzt geht's los mit der zweiten Halbzeit. Zwischen Limerick FC und St. Pat. Wie gesagt, ich habe mir ja einige Bundesligaspiele geholt. Hauptsächlich welche vom HSV, glaube ich. Also Müller. Also jetzt Philipp Müller heißt er. Und das sind Flügelspieler. Dann Gideon Jung. Und dann vom HSV, nicht vom HSV, von Bayern München, Sinan Kurt. Das ist ein linker Flügelspieler. Hier befindet er sich. Wir sind so am Eckpunkt, meine ich, der ist das. Ja, die war schon nicht schlecht. Ah, ich glaube, die ist zu kurz. Ja. Und hier haben wir auch einen neuen, also gerade eben. Eigentlich ist alles neu, die ganze Innenverteidigung ist neu. Der rechte und der linke Verteidiger und der Torwart. Also eigentlich habe ich die ganze neue Mannschaft neu gekauft. Gefühlt. Ja, also die waren alle unter 60 beziehungsweise hatten zwischen 49 und 55 und das war schon ein bisschen wenig. Und die waren schon relativ alt. Sagen wir mal so, die Spieler, die ich jetzt gekauft habe, sind nicht viel besser, aber sie sind sehr jung und sind talentiert. Ja, verdammt. Und abseits. Ah, verdammt. Wow, was ein wunderschönes Tor. Schön mit Außenriss, glaube ich. Schön ins lange Eck. Hier finden wir schön Querpass. Und er macht ihn direkt. Ja, mit Außenriss. Und hier steht auch diese Grafik, die sind im Tor. Das ist der Rasen. Geile Grafik. Hier steht 2 zu 0 für Limerick. Ah, zu weit. Mach doch jetzt. Ja, der sollte eigentlich zu dem Stürmer hin, zum anderen. Ah, nicht aus. Wir müssen doch mal angreifen.
Oh, der war nicht schlecht, aber. Ja, 3:0 unterscheidet er für mich. Und das war die zweite Halbzeit und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und abonniert schön und klickt schön auf Gefällt mir, da würde ich mich sehr freuen. Und über Kommentare bzw. Verbesserungsvorschläge würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Schuschu18.